Jo Leute, willkommen zu einem World Guild Wars G3 gegen Serotonina auch vom Global Server, die kennen wir eh. Ja, eigentlich wollte ich den Typen da machen. Weil er mich auch attackt hat, aber ja, wird dann wohl nichts. Dann würde ich sagen, wir fangen mit Highlander an, ha? Oh, Tiana und Feuerdemon, ha? Na gut. Na gut, Teams, ja, oben halt, ganz ehrlich, Lucian, weil ich glaube nicht, dass er uns irgendwie outspeedet. Das darunter mit Poseidon könnte ein bisschen riskiger sein. Das dritte da, Odin, Riley, Tessa, keine Ahnung. Carlos, Barbara und Riley. Ich wollte irgendwie Carlos bringen halt, ne? Schauen wir mal. Ja, Twins, Elia, Cleave und unten so ein Suicide-Ding. Mit Fairy King, Ayun und Fire-Ryu. Schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. So. Ja, as expected. Nix outspeedet meinen Dover. Okay. Meine Tiana wird auch nicht outgespeedet. Verkackten Galleon. Wie immer. Aber gut, wenigstens die anderen zwei Units. Okay. Alles down. So, reducing und Poseidon killt ihn. So, was macht das schön? So, das Ding ist. Ich weiß ja gar nicht mehr, was Barbara überhaupt macht und so, aber ich glaube, der da boostet. Na, ich habe irgendwie überlegt, ob ich eine Bastet nicht irgendwie nehme, aber. So. Guardian Skin. So, also nochmal. Zweimal an. Entfernt alle vorteilhaften Effekte. Ignoriert die Verteidigung. Angriffsbalken. Okay, Angriffsbalken ist gut. Ja, geh mal auf Tessa, ne? Wir machen eh nicht wirklich viel Schaden. So, hat sich prinzipiell eh nicht gelohnt. Oh, Riley hat nur zweiten Skill gemacht. Können wir den Odin one-shotten? Können wir. Oh mein Gott, das ist so geil. Jetzt haben wir aber ein Dings bekommen. Bioproc und nicht halt irgendwie Full Attack Bar, ne? So, to-do. Ihm fehlt halt irgendwie trotzdem so der letzte Hit, wie bei Dominik halt, ne? So, jetzt kriegen wir wieder Full Attack Bar. Er macht halt nicht so viel Schaden. Ich meine, er macht schon Schaden, aber er ist halt ein bisschen anders halt einfach. Ne? Es muss halt irgendwie was, oder müssen nicht, aber wenn halt was stirbt, kriegt halt einen extra Turn. Okay. Genug Schaden. So. Oh. Scheiner OP, ha? Oh mein Gott, super, hä? Na gut, aber nachdem Scheiner keine Runen hat, bin ich zuversichtlich, dass wir das da gewinnen. So. 100 Crit Rate, Kali Crit auch. So, was haben wir da Schönes? Okay, fängt schon gut an. Okay, kill ihn. Gut, manche Yaros haben mir ja nicht genug Damage, um meinen Fairy King zu killen. Oha, der Kaki ist auf. Der Kaki ist auf Will gewesen. So. Gehen wir auf Ciara. Weil du finishst den Kaki. Oh mein Gott, scheiße. Ja? Vielleicht hätte ich doch Ciara finishen sollen. Ich meine, okay. Ryu gewinnt das eh. Aber wenn Ciara irgendwie unseren Ryu gebombt hätte, dann. Keine Ahnung. Bin ich da so rot? Hey? Keine Ahnung. Ha? Irgendjemand hat mich gewürgt oder so. Keine Ahnung. Irgendjemand will mich da umhauen. Na gut. Das war ja prinzipiell recht schnell. Kein Plan, den wir irgendwie noch machen. Irgendwann mit Grün. Wentcliff. Ha? Haben wir noch irgendwie was Interessantes, was irgendwie grün ist? Oh. Okay. Mach mal. Na gut. Der nächste hier. Also, ich packe nochmal den Lia aus. Muss einfach sein. Ist einfach so geil, ganz ehrlich. Ich hab so lange darauf warten müssen, bis ich die krieg. Ja. Seraph versus Seraph. Obwohl ich irgendwie glaube, dass wir da ein bisschen im Nachteil sind, aber ich mach's trotzdem. Seraph packe ich aus. Dann Chandra Team Mirror. Wobei ich irgendwie, glaube ich, auch im Nachteil bin. Das könnte irgendwie ein ziemlich schnelles Team von ihm sein. Ne? Irgendwie so ein Swift Chandra oder Swift Nora oder irgendwie sowas halt. Keine Ahnung. Ja, und ich gebe John noch einmal eine Chance, ja? Einmal. Er hat halt immer noch keine Skill-Ups, ja? So. Max Accuracy, ja? Na gut, kriegen wir wenigstens die beiden. Was eine Frage, ja? So, wir können leider nichts strippen. Okay, können wir
Ja. Können wir? Ihr seht schon, wo ich, oder? Okay. So eine geile Unit. So. Ich hoffe, dass die irgendwie ihre ganzen Dinger rausballern. Okay, so. Wenn du ballert raus. Oh, yes. Armageddon für null. So. Jo. Irgendwas muss heute immer resisten, ha? So, kannst du Nana finishen, ha? Dann? Okay, wir haben eh noch Immunity. So. Ah, gehen wir auf Savannah, killen wir. Ah, nicht ganz. Proc nicht. Nicht, dass irgendwie Nada wieder einen Stack kriegt. Ah, das heilen, ha? War ja Proc out of stun. Na gut. So, ich hoffe, dass ein Seraph vorher dran kommt. Tuda, gut. Nana down. Defense Break. Armageddon, ha? Glaub nicht, oder? Oh ja, haben wir sogar. 53k, ha? So, was haben wir da Schönes? Prior Resist und wir verlieren, ha? Oh, Galleon. Kill irgendwas? Ach du Scheiße. Okay. So. Na, wenigstens macht Tiana Damage, ha? Huh? Okay, sind Chandra outspeedet. Und seine Units verkacken, ha? Huh? Okay, wir provoken dafür. Triple Provoke, ha? Huh? Müsste ich ja fast schon Nora haken. Lass es machen. Weil dann Revenge Chandra jedes Mal. Außer natürlich, wir stunnen alles. Mana ist halt auf Despair, ne? So, wir gehen aufs Kung Fu Girl. Ja, da war irgendwie der Haken ein bisschen fail, aber was soll ich jetzt machen? Na, wenigstens ein Revenge, ha? Okay, noch ein zweiter, okay. Machen wir vierten. Hat eh nicht viel gemacht. Okay, ich würde sagen, wir finishen Kung Fu Girl, weil ich nicht weiß, ob Nora irgendwie ersten Skill machen wird. Okay, ist eine Vio Nora, die gerade irgendwie durchdreht. So. Ja, komm, lass dich hacken, ha? Scheiß auf Nora. Dritten Skill. Chandra könnte dann irgendwie sterben an den Dots. Okay. Jetzt sollten beide sterben. Naja. Auch nicht so wild, ha? So, was haben wir da noch Schönes? Oh mein Gott. Sogar die Molly auf Will, ha? Und cuttet der Scheiß sogar? Natürlich. Oh mein Gott. Ja, na super, ha? Da brauche ich eh schon nicht weitermachen, weil das. Das wird John nicht gewinnen. Oh mein Gott, ha? Das war ja wieder der Klassiker. Okay. Ich meine, er ist auf Bio, ja? Oh mein Gott, hey, nicht mal genug Damage. Noch einer? Stun. Okay. Okay, wir haben Attack Buff. Bitte verkackt. Oh mein Gott, Junge, wie viel? Du hast doch urviel Accuracy. Ja, super, ha? Huh? Okay. Es ist nicht Johns Schuld, dass wir verlieren, ausnahmsweise. Ja, das. Kein Plan, er hat irgendwie Accuracy, glaube ich zumindest. Er ist nicht so übel. Wo ist denn der Judas, ha? Huh? John? Da ist er. 63.
Also nicht so wenig dafür wie viel gerade irgendwie resistet worden ist, ne? Ich meine, er müsste eigentlich u viel Damage machen. Das Ding ist halt, Skill-Ups werden halt nicht übel, ja? Auch wenn ich. Ich meine, es scheitert ja nicht an Devilmons, ganz ehrlich, ja? Aber ich sehe mich halt irgendwie nicht irgendwie wirklich benutzen. Weiß mich irgendwie auch interessieren würde, ob er nicht irgendwie für. Ob er nicht für RT irgendwie interessant wäre, ha? Wäre irgendwie auch lustig, glaube ich, aber kein Plan. Ändert auch nichts an Word. Macht er, glaube ich, nur 20% mehr Damage ist halt schon nicht schlecht. Also. Und eine Runde weniger cool dann, aber ja, scheiß drauf. Es war trotzdem Johns Schuld. Er hätte mehr bio-proppen können und weniger verfehlen können. Na gut. Aber es hat euch trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.